ob du Probleme hast. Und zwar Probleme, mentale Probleme, ja, was natürlich Thema natürlich mit Depression, Stimmungsschwankungen, ja, diese Dinge hat, ja. Ob man irgendwelche Entzündungsgrade hat im Körper. Ja, wir wissen, dieses 3 zu 1 sollte man haben. Ich war bei 26 zu 1. Nachdem mir das ja passiert ist, ja, muss man irgendwie sagen, und dann habe ich jahrelang eigentlich immer kämpft mit Antrieb, Energielosigkeit irgendwie, und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich nur da kann. Ja. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir heute noch drüber reden werden, wie das so ist, wenn man sich einfach nicht mehr gut fühlt und was dann so das Entscheidende war für dich eben auch, was das Ganze mehr oder weniger gedreht hat. Und du hast mir ja das letzte Mal schon erzählt, ja, dass quasi das mit den Zellen zu tun hat, ja, dass quasi mit den Zellen da irgendwie was nicht passt, also mit den Zellmembranen, aber es wäre wohl am besten, wenn du das jetzt einfach erzählst noch einmal. Man muss sich so vorstellen, nachdem ich ja meine Lebenskrise da quasi gehabt habe und ich war dann wieder raus, ich war wieder im Berufsleben, habe ich gemerkt, dass die Energie einfach nicht mehr da ist. Und ich habe lange Zeit gedacht, das liegt an den Antidepressiven vielleicht, was man nimmt. Ja. Bin aber dann irgendwann einmal durch Recherche draufgekommen, dass man das vielleicht eventuell durch einen Bluttest, ja, durch Blut feststellen kann. Und so habe ich mir quasi dann einen Bluttest gemacht und dann sind wir draufgekommen, dass da einiges in meinem Körper, in meinen Zellen nicht passt. Ja. Man ist zum Beispiel draufgekommen, dass ich stille Entzündungswerte gehabt habe, extrem hohe, dass die Zellmembran, ja, die eigentlich dafür da ist, dass sie die Zelle schützt, aber sie darf natürlich nicht so hart sein, dass jetzt keine Vitamine oder Nährstoffe mehr reinkommen, geschweige denn, die Zelle muss ja auch an Zellmüll wieder absondern. Das heißt, wenn man Medikamente nimmt, Infusionen, schlechtes Essen, das sind natürlich das Zellmüll, das sollten die auch wieder raustransportieren. Und wenn so eine Zelle natürlich extrem verhärtet ist, dann kann das alles nicht funktionieren. Und das ist natürlich dann der Grund, warum die Energielosigkeit da ist. Weil ich brauche natürlich diese Nährstoffe, damit meine Zelle, in der Zelle sind ja die Mitochondrien, ja, das sind unsere Kraftwerke, die brauchen die Energie. Ja. Und wenn das Also es nicht da klingt ja ist, fast so für mich, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, es ja. klingt ja fast so für mich, weil du ja gesagt hast, dass eben der Zellmüll eben auch nicht mehr raus kann, dass sich Ja. eigentlich die Zelle angefangen hat zu schützen. Ja? Ja. Weil du hast mir erzählt, du hast dich ja eigentlich, sage jetzt mal, relativ normal ernährt. Ja? Und ich denke, die normale Ernährung ist nicht wirklich förderlich. Ja? So ist es. Und da hat sich ja wahrscheinlich die Zelle eigentlich geschützt und hat gesagt, nein, von diesem Müll möchte ich da jetzt gar nichts mehr haben, weil den bringe ich ja gar nicht mehr weiter. Der nährt mich nicht, der nährt meine Zellkraftwerke nicht, also mache ich lieber dicht. Ja, ist besser, als wie wenn immer noch mehr Müll nachkommt und dass dann Ja. wahrscheinlich nicht mit Sicherheit, also mit Sicherheit die Nährstoffe und alle anderen Vitalstoffe, die eben wirklich gut wären, nicht mehr reinkommen, das ist das andere. Also das war es einmal so, die Ausgangssituation war, du bist zu einem Ja. Arzt gegangen, nehme ich an, der hat gewisse Werte einfach festgestellt und schlussendlich war dann unterm Strich einfach, ja, unterernährte Zellen, ja, Das war, die komplett das ist eigentlich überfordert. ein gutes Stichwort, wenn du Ja. sagst zum Arzt, ja, das war das Erste. Ich habe einen so einen normalen Gesundheitstest gemacht und ja, da ist halt dann, der hat halt rausgefunden, okay, von den schlechten Fetten hast du halt zu viel und von den guten hast du zu wenig und ja, was der Sport betreiben, gesund ernähren, Bewegung ist wichtig, ja, aber das hat mir nicht richtig weitergeholfen, ja, ich habe trotzdem nicht gewusst, woran es liegt. Und dann habe ich wirklich einen speziellen Bluttest gemacht, ja, der wird dann in so einem unabhängigen Labor, in dem Fall in Oslo, ja, in Norwegen wird das untersucht, ja. Und die haben dann einige Werte festgestellt, wo ich dann gesagt habe, okay, die haben dann festgestellt, dass ja, meine mentale Stärke, das heißt, es hängt mit geistiger Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis zusammen, dass ich da 450% unter
meinen Wert bin, was normalerweise mein Gehirn leisten könnte. Ja? Oder dass die Zellmembran um das Vierfache verhärtet war. Ja? Und, ja, und natürlich verhärtete Zellen, ich habe gesagt, Zellmüll, da ist auch der Alterungsprozess enorm, ja, wenn man das nicht wegbekommt. Mhm. Ja, und dann habe ich halt dieses Ergebnis bekommen und hat es halt die Möglichkeit gegeben, dass ich da so Produkte nehme. Und das habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich mal probieren. Und das habe ich dann einmal durchgezogen. Das musst du eine gewisse Zeit, nimmst du das, damit alle Zellen in deinem Körper quasi ausgetauscht werden. Ja, und das merkst du schon durch die ersten paar Wochen, merkst du schon Veränderungen im Körper. Ja, und mit diesem Test hat man dann quasi feststellen können, ob es eine stille Entzündung gibt. Und diese stille Entzündung hängt zusammen mit dem Wert Omega 6 zu Omega 3. Mhm. Also Omega 6 hat man ja enorm in jeder unserer normalen standardisierten Ernährung. Also wenn du einen Discounter einkaufen gehst, ist halt in fast überall extrem Omega 6 drinnen. Ja? Und der ist zu hoch. Und damit du das runterbekommst, musst du enorm viel Omega 3 zu dir nehmen. Mhm. Ja? Und da habe ich halt dann extrem viel Omega 3 zu mir genommen mit Vitaminen wie D3, Vitamin E, also Vitamine sind auch ganz wichtig, weil die Speicher einfach dann leer sind. Ja. Die werden einfach dann auch leer gefressen durch Übersäuerung, werden die angegriffen. Okay. Und in diesen Omega 3, da sind ja ganz wichtig essentielle Fettsäuren wie EPA, DHA und DPA. Das ist da drinnen. Ja, und dann, damit halt das Ganze nicht, weil Omega 3 ist ja extrem schnell oxidierend, dass es nicht oxidierend ist, brauchst du da so oxidante Mittel wie Polyphenole, die da drinnen sind. Ja, und je nachdem, wie mein Test war, habe ich halt gewusst, da muss ich halt, so Tabs, da weiß man dann, wie viel Milliliter ich da zu mir nehme bei diesen Werten. Mhm. Ja. Und dann hat das im Endeffekt dann schon seine ersten Erfolge schon nach den ersten Wochen dann in mir ausgelöst. Mhm. Also das Entscheidende war einfach, dass dieser Omega 3 und 6, dass dieses Verhältnis passt. Und ja, genau. Gepasst, weil so viel weiß, ist ein Omega 6 ist ein eher was die Entzündungen eben vorantreibt. Ne? Ja, genau. Und Omega 3 ist korrekt. Ist das, was die Entzündungen eben. Genau. Verhindert und klar. Neutralisiert. Das klingt sehr, sehr logisch. Ja, genau. Hat das jetzt eben auch mit der Zelldichte, sage ich jetzt mal, mit dem Zellverschluss auch was zu tun? Ja, genau. Das heißt, wenn du extrem viel Omega-6-lastig hast, also wir können das aufgrund von diesen Werten berechnen, können sie auch die Zellmembranverhärtung feststellen. Mhm. Also dieser Wert soll so quasi so bei 4 zu 1 sein. Also 1 zu 1 würde ja die Zelle auslaufen. Das heißt, 4 zu 1 ist das optimale Verhältnis, dass Nährstoffe, Vitamine in die Zelle zu den Mitochondrien, zu den Kraftwerken kommen und auch der Zellmüll ordentlich immer wieder abtransportiert werden kann, der durch, ich sage es mal, Infusionen, durch Medikamente, die ich auch nochmal habe, oder durch schlechte Ernährung sich da ansammelt. Ja. Das muss verklumpen und kann dann abgegeben werden. Und da habe ich auch vierfache Verhärtung gehabt, meiner Zellen. Und das war auch das Thema, dass nichts reingegangen ist oder fast nichts reingegangen ist in den Zellen. Darum einmal diese Energielosigkeit, diese Lustlosigkeit, dass der Antrieb auch geführt hat, weil einfach ja, zu wenig Energie in die Zellen gelangt. Hast du vorher schon versucht, da irgendwie was zu nehmen, eben, wo du dann gemerkt hast, das bringt eigentlich gar nichts? Nein, das war, ich bin aus dem Krankenhaus mit meinen Antidepressiva und habe mir gedacht gehabt, das Ganze hat irgendwie so eine Kopfgeschichte. Mhm. Und ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, okay, das hat vielleicht was mit einer Ernährung oder was zu tun. Ja. Das ist erst dann später gekommen und erst dann mit diesem Omega-3 habe ich mich dann intensiv mit dem beschäftigt, dass Omega-3, Vitamine, die Ernährung, dass die enorm wichtig ist. Also du bist dann für sich eigentlich gleich zum Richtigen gekommen und hast nicht vorher lange herumexperimentiert und versucht, Vitamin C und dieses und jenes zu nehmen. Nein. Genau, weil das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig sinnvoll, da ganz viel Vitalstoffe zu nehmen, wenn eigentlich die Zellen das kaum aufnehmen wollen und können. Ja, das war so. Ich
Genau, ich habe da so eine Kombination gehabt, also das sind so Presslinge, da waren dann schon extrem viele Vitamine drin und so so in einer Kombination, dass wirklich deine ganzen Vitamindepots aufgefüllt werden. Also da sind da 23 verschiedene Vitamine und Stoffe drinnen in so einem Pressling. Ja. Das habe ich dann zusätzlich angenommen, weil Vitamine ganz wichtig ist. Ich meine, du isst viel Obst und Gemüse und du weißt ganz genau, für was da drinnen ist. Und das habe ich halt nie irgendwie, auf das habe ich nie so geachtet. Aber Vitamine ist natürlich das nächste große Thema. Ja, wenn das nicht passt, dann stimmt auch einiges nicht im Körper. Ja, aber offensichtlich war das Wichtigste, dass einfach mal die Zellen wieder frei werden, dass die was wollen, dass die hungrig werden auf Nahrung Genau. offensichtlich und der all Ja. den Müll rauskommen kann. Wie lange hat denn das so gedauert bei dir, bis du wirklich dann einmal gemerkt hast, hoppala, da ändert sich wieder was, ne? Also, das hat so, ich muss sagen, noch so 2,5, 3 Wochen hat das so richtig angefangen, dass ich erste Veränderungen gespürt habe. Ja. Das hat dann, ich habe relativ viel Ballaststoffe dann zu mir genommen. Das heißt, es hat sich der ganze Verdauungsprozess hat sich enorm verändert. Und so nach 3 Wochen habe ich dann richtig im Kopf gemerkt, dass auf einmal dann Sachen wieder besser merken können. Ich war konzentrierter, aber nicht, ich habe sonst nichts geändert. Also ich habe nicht einmal die Ernährung geändert. Ich habe nur diese Produkte da genommen und ich habe gewusst, grundsätzlich, so eine Zelle, so eine Körperzelle lebt 120 Tage, so 4 Monate. Und ich habe gewusst, wenn ich beginne, ist die jüngste Zelle ein Tag und die älteste 119 Tage. Und dass es 4 Monate einfach durchziehen muss. Und zwar deshalb durchziehen muss, dass ich alle Zellen quasi da erfasse. Es hätte jetzt nichts gebracht, dass ich sage, mach's nur einen Monat, ja, oder vielleicht auch 2 Monate. Sondern nur, wenn du wirklich dann diese 4 Monate durchpeitscht, richtig ordentlich das nimmst, dann weiß ich, es sind wirklich alle Zellen da quasi jetzt drankommen und austauscht. Ja. Und die werden halt immer besser und besser. Also die alte stirbt, kopiert sich noch. Ja. Wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich die alte Zelle wieder kopiert. Und dadurch, dass ich sehr viel Omega und diese Vitamine zu mir genommen habe, ändert sich natürlich bei allen Zellen natürlich diese Zellmembran. Und es kommen bessere Zellen nach und die schlechten sterben halt weg. Das sind gesunde Zellen, die Nahrung aufnehmen und die den Müll wieder abgeben können. Das Entscheidende offensichtlich, und das hast du mit ganz viel Omega-3-Öl und eben auch dann den zusätzlichen Vitalstoffen, Vitaminen einfach gemacht, dass da wieder einfach die Zelle mit Vollgas eben arbeiten kann. Was jetzt der Martin da ganz genau genommen hat, meine lieben Zuseher, das erfährt ihr auf meiner Homepage. Schaut einfach auf die Homepage bewusst gesund geosixlebensmutter.at. Da haben wir ein paar Produkte, die für euch sehr, sehr interessant sein könnten. Ja, ansonsten, es hat uns wieder mal sehr gefreut. Danke dir, Martin, für deine Offenheit und deine Sogar danke. Erfahrung und vor allem auch für deine Erfolge. Und ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg bei der Ernährungsumstellung, kannst dir gerne von mir auch ein paar Tipps holen diesbezüglich. Definitiv. Ich schaue mir deinen YouTube-Channel an und du bist da auch extrem unterwegs. Na, das taugt mir voll. Na, Okay, total super. gut. Liebe Zuseher, Dankeschön. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis auf meine Homepage schauen. Da gibt es vieles, vieles zu finden, vor allem auch, wie man die Zellen gesund, supergut ernährt. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Geo.